Spanien ist für deutsche Urlauber das Reiseziel schlechthin und die Insel Mallorca steht unangefochten auf Platz 1. Neben vielen touristischen Attraktionen ist die Insel aber auch wegen der traumhaften Strände beliebt und so gut wie von jedem Flughafen in Deutschland erreichbar. Für die Mobilität wird fast immer ein Leihwagen angemietet, oftmals bei kleinen Vermietern vor Ort. Bei unserem ersten Test vor rund 3 Jahren hatte sich aber gezeigt, dass diese zum Teil mit Vorsicht zu genießen sind. Ja. Bremsbelag ist komplett verschlissen. Die ist schon auf Eisen. Ja. Die meisten Fahrzeuge wiesen erhebliche technische Mängel auf. Das Ergebnis schmeckte dem ein oder anderen gar nicht. In der Vorsaison 2018 haben wir die bekannten Verdächtigen erneut aufgesucht und Fahrzeuge angemietet, in der Hoffnung, dass sich etwas geändert hat. Die Preise lagen pro Tag nach wie vor bei 25 bis 35 Euro für einen Kleinwagen. Und für ein veraltetes Navigationssystem kamen dann noch einmal 6 bis 8 Euro on top, pro Tag versteht sich. Das erste Fahrzeug wurde von unserem Lockvogel bei einem alten Bekannten angemietet. Genau wie beim ersten Test wurde das Fahrzeug erst angeliefert. Für den Test hatten wir auch dieses Mal eine auf der Insel bekannte Fachwerkstatt unter deutscher Leitung aufgesucht. Zum einen verfügt diese über einen ordentlichen Bremsenprüfstand, liegt aber auch etwas außerhalb vom Ort der Anmietungen. Denn bei unserem letzten Test waren wir schnell Gesprächsthema Nummer 1 bei den Vermietern. Somit ging es mit unserem ersten Kandidaten auf den Bremsenprüfstand, mit einem akzeptablen Ergebnis. Danach ging es, ähnlich wie bei einer Hauptuntersuchung, auf die Hebebühne. In Deutschland müssen Mietwagen alle 12 Monate zur HU vorgeführt werden, in Spanien sogar alle 6 Monate. Die letzte Hauptuntersuchung des ersten Fahrzeugs lag noch nicht allzu lang zurück. Der erste gravierende Mangel war schnell entdeckt. Einseitig abgefahrene Reifen an der Vorderachse. Hinten waren die Reifen zwar besser, dafür zeigten aber beide Stoßdämpfer durch satten Ölverlust das deutliche Ende ihrer Karriere an. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden noch vor Ort in ein Prüfprotokoll eingepflegt. Als nächstes kam die Sichtprüfung des Motorraums an die Reihe. Hier gab es nichts zu beanstanden. Der Testkandidat hatte zwar schon reichlich Kilometer auf dem Buckel, war aber außer 2 erheblichen Mängeln noch recht fit. Auch die Funktionsprüfung der Lichtanlage war unproblematisch. Abschließend wurden Gurtschlösser und das Ersatzrad in Augenschein genommen, um dann dem nächsten Kandidaten Platz zu machen. Grundsätzlich sollte man bei der Fahrzeuganmietung im Ausland, gerade bei kleineren Vermietern, das Fahrzeug im Vorfeld in Augenschein nehmen. Ein optisch schlechter Zustand deutet meist auf Wartungsmängel oder sogar schwerwiegende technische Mängel hin. Optische Mängel wiesen alle Leihwagen der kleinen Vermieter auf, sogar reichlich. Beulen, heftige Parkrempler, Lackunterschiede durch Vorschäden und so weiter. Auch der nächste Proband machte da keine Ausnahme. Zu den optischen Mängeln gesellten sich reichlich technische Probleme. Undichte Kurbelwellen und Getriebewellen, Simmerringe, undichte Achsmanschetten, der Unterboden war quasi in Öl eingelegt. Die Abgasanlage hatte die besten Tage hinter sich und löste sich zum großen Teil bereits auf. Stoßdämpfermanschetten dienten als reine Dekoration, Bremsbeläge verzögerten Eisen auf Eisen und die Reifen waren an den Flanken für einen Reifenplatzer bereit. Ähnlich verkommen zeigte sich auch der Fahrzeuginnenraum. Durchgesessene Sitzpolster, durchgescheuerte Teppichverkleidungen im Fußraum, Flecken und Schmutz überall. Auch der Motorraum machte da keine Ausnahme. Der dritte Mietwagen im Test wurde ebenfalls bei einem kleinen Vermieter vor Ort angemietet. Schnell wurde klar, dass auch bei diesem Fahrzeug einiges im Argen lag. Das Öl tropfte von Motorteilen ab und der Fahrzeugunterboden war völlig ölverschmiert. Zu den Ölundichtigkeiten gesellten sich unter anderem noch völlig verschlissene Bremsscheiben an der Vorderachse. Sämtliche Fahrzeuge der kleinen Autovermieter wiesen so gravierende technische Mängel auf, dass keines dieser Fahrzeuge eine Hauptuntersuchung in Deutschland bestanden hätte. Einige waren sogar verkehrsgefährdend.
Der letzte Mietwagen im Test wurde online gebucht, bei einem der größeren Vermieter der Insel. 19 Euro pro Tag inklusive Navigation. Unser Lockvogel wurde mit einem Shuttle der Firma vom Flughafen abgeholt und traf zeitgleich mit dem Kamerateam beim Vermieter ein. Hier ging es nun außerordentlich professionell zu, entgegen unseren Erwartungen. Denn mit 19 Euro war dieses Fahrzeug inklusive Werksnavigation das preisgünstigste im Test. Nach Abwicklung der Formalitäten gab es noch Infobroschüren und eine Karte der Insel. In rund 10 Minuten war alles erledigt und es erfolgte die persönliche Übergabe des Fahrzeugs. Dieses stand bereits frisch gewaschen im Außenbereich des Vermieters. Auf unsere Nachfrage erklärte man uns, dass alle Fahrzeuge der Vermietung als Neufahrzeuge angeschafft werden und die maximale Laufleistung bei 20.000 Kilometern läge. Insgesamt glänzte dieser Vermieter mit einem Top-Service. Es ist ratsam, sich bereits im Vorfeld im Internet zu informieren. Denn häufig bieten die größeren Autovermieter einen besseren Service, bessere Konditionen und auch die besseren Fahrzeuge an. In der Werkstatt angekommen zeigte sich, dass es keinerlei Beanstandungen gab. Die Bremsleistung war die beste im Test, eine Sichtkontrolle somit nicht erforderlich. Der Motorraum war tipptopp und mit gerade einmal 2900 Kilometern auf dem Tacho handelte es sich bei diesem Kandidaten sowieso um ein Neufahrzeug. Wer sich im Vorfeld schlau macht, ist fast immer auf der sicheren Seite und Überraschungen gibt es dann nur noch im touristischen Bereich.